was ein 8-Euro-Messer von Norma im Bushcraft-Bereich kann, das... Das schauen wir uns jetzt an. Bis gleich. So, ich habe mir hier mal so ein sehr, sehr interessantes Design von Norma geholt für 8 Euro. Fand das super cool von der Optik her. Ja. Also wirklich ein sehr, sehr cooles Messer. Hinten auch durchgängig und hier mit Schlagende. Fand ich auch sehr interessant, gerade für den urbanen Bereich. Ne? Man muss ja mal so eine Scheibe reinklötschen können. Eine Fulltank-Konstruktion, relativ breit. Ich glaube, das war 4 mm breit. Ich bin mir nicht sicher, Leute, seid mir nicht böse. Ja, Flachschliff, ne? Hier so eine kleine Schleifkerbe. Der Fingerguard ist relativ breit. Also ich mache mir jetzt ärztlich keine Sorgen, dass ich da abrutsche. Er könnte ein Stück breiter sein, ist aber nicht schlimm. Die Griffschalen... ist einfach billiges Plastik und hier haben wir Torx-Schrauben, aber na gut, dieser Preis, der muss irgendwie gerechtfertigt sein. Ganz klar auch hier dieses Flexcord war da nicht dran, das ist meine Bastelei und die Scheide, die hier er genießt seinen Stock. Guck mal, wie schön der den futtert. Ja, fein, ne? Machst du Rindenmulch? Ja. Und da wollen wir heute gucken, was das so kann. Die Scheide, ich habe die hier so ein bisschen eingedrückt, weil die hier bei mir immer in dieser kleinen Tasche drin ist. Ihr habt das schon gesehen in meinem neuen EDC-Rucksack oder Umhängetasche. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann unbedingt angucken, ganz wichtig. Die Scheide ist natürlich billiger Rotz. Ne? Ich habe, glaube ich, am ersten Tag habe ich die hier schon kaputt geschnitten, habe die dann mit Panzertape gerichtet. Es passt allerdings ein breiter Gürtel durch. Und wenn das Messer drin ist und man den Knopf verschließt, ja, was ich ja auch schon positiv finde, das ist kein Klett, das ist ein Druckknopf, ja? Dann hält das Ding bombenfest da drin. Ja? Also, zack, ziehen, wie du willst, das kommt nicht raus. Ja? Trotz alledem, dieses Messer mit einer Kydex-Scheide wäre definitiv Überlegung wert, das EDC zu tragen, weil es ist wirklich super, super leicht. Ja, und was das Ding kann, da wollen wir jetzt mal näher drauf. Achso, das ist übrigens 42A-konform, die Klinge ist unter 12 cm. Ich weiß nicht, wie viel sie genau ist gerade, aber ich weiß, sie ist unter 12. So, und dann fangen wir mal an mit einfachen Schnitzaufgaben. Ja. Und da kann man, na, ihr seht das nicht, also richtig schön ins Holz reinbeißen. Und dann ist man auch relativ schnell durch mit der Geschichte. Kann da so eine richtig schöne kleine Spitze produzieren. Aus. Das ist mein Stock. Such dir einen eigenen. Tschüss. Warte. Hier, hol. Hast du gesehen? Er wollte mir schon wieder meine vorbereiteten Stöcker hier holen. Das ist unglaublich. Ne, also ihr seht, wirklich sehr, sehr fein. Und ich kann hier wirklich ohne Druck arbeiten. Ne? Also das ist auch vom Werk her, ich habe das nicht angeschliffen, ist das schon relativ scharfkantig, gut geschärft. So, also das funktioniert wirklich wunderbar. Also da bin ich wirklich absolut zufrieden mit. Ja. Seht ihr, also das geht richtig gut durch. Ja, was mir auffällt beim Arbeiten ist, wenn ich jetzt damit arbeite und ich habe den Daumen hier anstatt hier,
Ja, also normalerweise macht man ja so, wenn man schnitzt. Ja. Das ist aber doch wirklich sehr, sehr aggressiv. Das tut auch weh. Und ihr seht das auch an meinem Daumen. Ja? Und dann neige ich dazu, das Messer hier so ein bisschen anzufassen. Und das stört dann so ein bisschen. Ne? Also, wenn ich jetzt so das Messer halte, dann habe ich relativ wenig Kontrolle dadurch, dass dieser Griff einfach sehr, sehr rund ist. Ja? Das ist nicht so schön. Dennoch muss man für das Geld einfach auch ein paar Abstriche machen. Das ist einfach so. Ja? Und dann wollen wir dadurch, dass man jetzt hier dieses Flexcord hat, da kann man natürlich auch richtig schön mit schoppern. Ja, das geht. Also von der Schärfe her und von der Verarbeitung her, denke ich, ist das durchaus ein adäquates Holz, was man da hat. Jetzt habe ich hier so ein bisschen, ich hole euch auf jeden Fall mal näher. Dann wollen wir jetzt nämlich mal gucken, was das Ding so im Einzelnen kann. Vorher muss ich aber meinen Hund hier befriedigen, sonst lässt er mich nicht in Ruhe arbeiten. So, nehmen wir das. Wow! Also Querbatoning, absolut krass. Ich bin absolut begeistert. Da habe ich im Leben nicht mit gerechnet. Guckt euch diesen glatten Schnitt an. Ja, Wahnsinn. Da bin ich wirklich äußerst amused. So, haben wir hier noch so ein Stückchen Holz. Das können wir mal spalten. Ich muss jetzt mal dazu sagen, das Zeug ist wirklich das knüppelhart, ne? Und ich habe auch nur so ein Billigbaton hier. Also seid mir nicht böse, wenn das ein bisschen länger dauert. So. Hier. Wunderbares. Ne, das sieht man nicht richtig. So. Ne? Lang lebe die Kameratechnik, da ist es. Ja, wunderbar. Also richtig cool gespalten. Du willst das unbedingt haben, ne? Hier. Nehmen wir halt das. Ist ja nicht so, dass wir nicht genug hätten. Also das wirklich wunderbar. Ich mache das jetzt auch nochmal. Ich viertel das jetzt nochmal. Den Nupsi da weg. Und das ist ja nun wirklich auch mit die Königsdisziplin im Bereich Bushcraft, ja, dass man in Ruhe Holz spalten kann. Ja. Und jetzt haben wir hier wirklich ohne Druck die Möglichkeit, im trockenen Holz Löckchen zu produzieren. Ne? Da kann man also auch ganz, ganz fein mitarbeiten, gerade auch bis in die Spitze. Hier vorne, ja, ist das super scharf. Natürlich hat man hier hinten ganz anderen Druck. Mal richtig, richtig coole Löckchen machen. Ja. Das ist wirklich für den Preis, also wow,
Kennt sich irgendeiner mit Kydex-Scheiden aus? Ich brauche hierfür eine Kydex-Scheide. Kann mir die irgendeiner besorgen? Oder machen? Ich habe da nämlich absolut keine Ahnung von. So, und wenn wir jetzt hier tatsächlich nochmal ein bisschen drauf spatzen, auch auf dieses dicke, harte Holz. Da haben wir hier einen sauberen Schnitt im Querbeton. Also, das steht mal außer Frage, dass das richtig, richtig geil ist. Ja. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich begeistert von diesem Messer. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist die Handlage. Ne? Also, dass dieser Griff so rund ist. Wenn der ein bisschen ergonomischer geformt wäre oder das Jimping nicht so aggressiv, dann könnte man damit um ein Vielfaches besser arbeiten. Dennoch ist es super scharf. Und einfach auch super zu benutzen. So, dann haben wir natürlich hierdurch, dass ich dieses Flexcotter dran gemacht habe, eine universal verstellbare ein Handguard. Dann kann das nicht verlieren dann. Hat man hier so einen kleinen Guard, damit man das im Notfall dann auch wieder zur Hand hat. Ja. Braucht man aber jetzt nicht zwingend, meiner Ansicht nach. Wenn ich den jetzt ein bisschen hoch mache, dann haben wir hier noch die Schlagkante. Da kannst du also auch richtig. Da ist der Griff natürlich ein bisschen kurz. Ja. Und höher fassen kannst du es nicht, weil Klinge. Ja, schlecht. Aber man kann es durch die runde Griffform quer nehmen. Ja? Also ich halte das jetzt so in der Hand quasi. Ich habe hier den Fingerguard, habe hier den Daumen in der Mitte drauf und habe unten dann so 2 cm frei und damit kannst du dann auch schlagen. Dafür ist das Schlagelement ja vorhanden. So, jetzt haben wir hier so eine schöne Mulde. Da wollen wir mal ein bisschen reingehen. Und ein bisschen Rinde wegbrechen gleich. Ich versuche mal, ob man das vielleicht sogar noch ein bisschen besser sieht hier. Oder wir machen einfach neu. Dann ist das einfach so. Kannst du bitte das Stativ stehen lassen? Sehr zuvorkommend, hier. So. So. Und dann. Also das geht richtig schön tief rein. Hat hier also auch die Möglichkeit, Rinde mit wegzubrechen. Und das ist wirklich alles andere als spitzenfreundlich, was ich hier mache. Jetzt stört mich das Flexcord beim Arbeiten. Das ist also definitiv eine scheiß Idee von mir gewesen. Ja. Also ihr seht, ich kann damit richtig gut reinbohren hier und komme auch schon an das nasse Holz hier, wo an das frische Holz, was nicht mehr sag schnell, ich komme nicht drauf, egal. Ja, also hier auch die Möglichkeit natürlich, aber durch das Schlagelement nicht so geil. Man kann aber hier so rein und dann kann man schon wieder was hochbrechen, um dann den Hund damit zu bespaßen.
Ihr seht da richtig schön das frische Holz. Richtig rein hier mit der Spitze. Und das Ganze rausgebrochen. Gar kein Problem. Das Ding ist übrigens noch super gerade. Es verbiegt sich nicht. Ich bin amused. Also das macht richtig was her. Das ist übrigens mein erstes Norma-Messer. Sollte Norma nochmal so ein Messerchen haben, dann werde ich mir das wahrscheinlich auch kaufen, um die Qualität so ein bisschen zu vergleichen, weil das ist wirklich krass Sahne, ne? Also Einsteiger-Bushcraft-Messer, wo du wirklich alles mitmachen kannst, für 8 Euro, wow. Ja, also wer mich hier mit einer Kydex helfen kann, der schreibt mir bitte eine E-Mail. Da hätte ich wirklich Bock drauf. Ja. Das ist nämlich ein richtig, richtig geiles Messer. Das nicht mit einer Kydex zu kombinieren, wäre schade. Ja, so, jetzt hat mein Hund meinen Baton gefressen, deswegen kann ich hier jetzt nicht mehr raushacken. Aber es sieht aus, als würde das auch so einfach gehen, weil das doch wirklich super scharf ist. Und ihr seht, das Holz, das fliegt nur so weg. Wir müssen aber jetzt einen neuen Stock suchen, weil wir müssen ja gucken, ob das jetzt nach der ganzen Prozedur immer noch scharf ist. So, gib mir eine Sekunde. Sekunde ist rum. So. Also, wir haben hier noch ein kleines Stöckchen jetzt. Oh, das ist aber richtig, richtig trocken, ey. Da musst du wirklich. Also die Handlage beim Arbeiten, die ist wirklich nicht optimal. Das muss man wirklich wissen, wenn man so ein Messer holt, ne? Aber es kann einfach alles. Ja, wir wollten schnitzen und nicht hauen. Ja. Na, Power Cut. Ah. Oh, 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 oh. So. Also Power Cut geht mit dem Ding auch. Sag ich aber auch gleich wieder, wenn du Powercut hast, packst du ja immer ein bisschen weiter oben eine Klinge an. Ja, das tut wieder weh hier mit dem Jimping. Das ist so ärgerlich. Ich meine, sieht echt cool aus, ne? Aber ist ärgerlich. So. Dann hast du ja wieder hier bis in die Spitze hält sich hier die Schärfe. Ein Löckchen auf der Spitze. Wahnsinn. Ja. Und wir hier. Hier auch. Immer noch möglich, schöne Löckchen zu produzieren. Auch mit der Spitze. Und so lässt sich übrigens doch mit zwei Händen wunderbar arbeiten. Ne? Also da muss man mal dabei auch sagen. Das ist wirklich toll. Da bin ich wirklich. Amused drüber. So, Fazit. Bis gleich. Ja, also Fazit. Das Messer ist immer noch rattenscharf.
Sieht immer noch mega geil aus. Die Kordel werde ich abmachen, da geht mir nämlich mächtig auf den Sack. Das Jimping ist scheiße. Der Griff ist scheiße. Aber das Messer an sich ist saugeil. Also für den Preis und was das jetzt alles gemacht hat. Und ich bin mit der Spitze wirklich nicht zimperlich umgegangen. Obwohl, Moment, warte, stopp. Gucken, ob man das einigermaßen sieht. Na. Da ist also, wie als wenn da einer mit was Hartem draufgehauen hätte. So ein kleiner... Seht ihr das? Hier? Ja, sieht man. Ne? Okay, aber gut, hat Chris rausgeschliffen. Das ist ja nicht schlimm. Ne? Aber ansonsten liegt es gut in der Hand. Du hast kein... Also, wenn man nicht arbeitet. Aber da ein Messer ja ein Arbeitswerkzeug ist. Wir haben hier den Glasbrecher dran. Das finde ich sehr, sehr positiv. Da gibt es echt viel zu wenig Messer mit. Meiner Ansicht nach. Für das Geld könnt ihr beim nächsten Norma-Besuch und die haben gerade Messer da, was eigentlich regelmäßig der Fall ist, könnt ihr gerne mal eins mitnehmen und dann probiert ihr das mal aus und ich gucke mir das an. So, bis dahin, euer Tactical Dad. Aha! Wie hätte ich das vergessen können? Ihr müsst, wenn ihr neu da seid, noch den Abo-Button drücken. Tschüss! Euer Tactical Dad in Germany.